Willkommen, Freunde, zur zweiten Folge von Rake. Wir stehen gerade auf einem Hochstand. Mitten in der Nacht. Mit einer Flinte vor unserem Bauch gehalten. Und wir haben Angst. Ja, nein. Wir haben überall hier im Wald Lampen, Kameras versteckt. Um das mysteriöse Treiben hier so ein bisschen auf Band zu bekommen. Aber es passiert bisher noch nicht so wirklich viel. Ich möchte eigentlich gerne wieder zum Lager zurück. Aber ich traue mich nicht. Okay, wir gehen wieder runter. Wir müssen ungefähr so gehen, oder? Was sind wir denn hier? Ja, das sieht gut aus. Okay, Flinte raus, Licht an und im Galopp zurück. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Sumpf hier. Sehr sumpfähnlich. Hier sind wir hier mitten im Wald. Ich wollte gar nicht mitten in den Wald. Boah, wir könnten jetzt jederzeit getötet werden. Da wird der Jäger zum Jagden. Boah, Alter, ist es dicht hier. Frage ich mich wirklich, wer wen hier jagt. Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Schon mal muss verlaufen. Okay, Karte. Ja, Mist. Voll falsch gelaufen. Okay. Wir müssen so laufen. Es raschelt überall. Es raschelt überall. Warum raschelt es überall? Was ist das für ein Kackwald? Alter, wo sind wir denn hier? Mann. Oh, tu das Brett da weg. Ist das ein Tablet oder was ist das? Oh geil, da hinten ist unser Lager. Ob wir jetzt irgendwas gefangen haben? In der Zwischenzeit hab... Ja, wir haben was gefangen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir nehmen uns die Kamera davon und machen die dann hier dran. So. Dann können wir nämlich das Schwein hier freilassen. Gehen wieder in unser Lager. Häuschen, Wohnwagen, Mobil, den Fernseher an. Und hätten dann auf der Kamera 5 ein Bewegt. Ah ne, das ist gar nicht die Kamera 5. Hä? Ist jetzt kaputt oder was? Hä? Aber wir haben das. Doch. Geil, oder? Haben wir hier ein bewegliches Kamerastativ. Aber warum, was ist mit der... Haben wir jetzt noch eine Kamera übrig? So. Schwein ist gerade mitten bei uns im Lager. Passiert gerade gar nichts. Das macht mir noch mehr Angst, als wenn irgendwas passieren würde. War da was? Nein. Da war nichts. Habe ich jetzt wirklich noch eine Kamera? Ach, Tatsache. Deswegen funktionierte die fünfte Kamera nicht. Stand da gerade was? Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Kameras, dann machen wir nochmal einen Trip. Beziehungsweise, kann man dann hier irgendwie... Nee, aber unten seht ihr, vergeht die Zeit. Die Zeit der Nacht, bis es dann wieder Tag ist. Und irgendwann haben wir dann wohl keine Vorräte mehr. Na gut. Da, wobei, die Tür muss man schon mal zumachen. Bisschen aufpassen. So, wie sieht's aus? Okay. Ja, soweit. Ist gut. Alter, wenn jetzt auf einmal das Schwein von dieser Kreatur getötet wird, das wäre auch krass so aus der Ego-Sicht. Bewegungen auf 1 und 2. Okay.
Bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir die erste Nacht hinter uns haben, ob es dann wirklich schlimmer wird. Boah, ich dachte gerade, das wäre was anderes als ein Schwein, aber es. Doch nur ein Schwein. Die Kamera 1, die muckt die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Monster steht bestimmt sofort dahinter. In der Kamera. Das ist ja seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. So, bei 13 gehen wir mal wieder raus. Oh. Es ist immer noch hier. Okay. Akzeptiere das. Ja, okay, bei 13 gehen wir raus. Wir gehen hier raus. Kann man hier nicht irgendwie doch? Komm, wir machen erstmal den Abwasch. Es ist viel wichtiger, als das Monster zu suchen. Ich bin der Rake-Jäger. Ich bin der Rake. Boah, Alter, wie die mal mit ihren blinkenden Augen so auf mich zulaufen und dann auf einmal mit dem lauten Grunzen wieder weglaufen. Das will mir nicht gefallen. Ach, Mann, 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 Mann. Alter, das ist ein Zweig, Patrick, stell dich doch nicht so an. Bist du ein Mann oder ein Mann? Ein Mann oder eine Memme? Ich bin ein Spartaner. Alter. Ich will ja nicht durch den Wald gehen. Wissen wir mal, ob man speichern kann hier. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Kennen wir aus Monstrum. Es sind ganz normale Waldgeräusche des Nachts. Das ist vollkommen normal. Alles vollkommen normal. Willst du mein Freund sein? Einfach das Licht ausmachen. Geh weg! Alter! Boah! Hab ich mich gerade erschrocken. Auf einmal kam da so ein. Aber ich dachte, das sah aus wie so ein kleiner Baum oder so, der auf mich zukam. Boah, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um den das erste Mal zu sehen. Wir hätten vielleicht schießen sollen, aber ich hatte in dem Moment verständlicherweise ganz andere Probleme. Aber der ist wieder weg, ne? Scheu, so ein bisschen. Jetzt stehen wir hier so. Dem Hochstand. Die letzte Rettung. Die Insel im Wald. Hört ihr das? Da hinten. Das hört sich nicht an wie ein Schwein, das hört sich an wie etwas, das auf zwei Beinen geht. Na gut, ein bisschen Energie hat er uns abgezogen, aber nicht viel. Okay, kurz gucken, wo sind wir? Oh, hab ich mich erschrocken. Alter, also weiter Weg. Naja, okay.
Okay, okay, tu weg. Tu das Klemmbrett weg. Ich sag mal Klemmbrett, ist gar keine Klemmbrett, aber egal. Ich habe mal Angst, wenn ich dann. Ho! Alter! Was war das denn? Ein Paarungsruf! Boah, habe ich mich erschrocken! Alter Schwede! Mann, Mann, Mann! Ja, kein Ausdauer mehr, ist mir egal. Leute! Alter Schwede! Alter Schwede! Ah. Es wird spannender, oder? Ich hoffe, wir sind sicher hier drin. Achso, ja. Ich gucke. Ach, scheiße, es ist unser Schwein. Ach, so ein Mist. Sehr scheu bis jetzt, aber ich glaube, das kommt. Es wird jetzt immer heftiger. Es kommt immer häufiger dann. Das Monster zeigt sich immer schneller, immer häufiger. Kamera. Nur kurz. Alter, hier war gerade irgendwas anderes als ein Schwein. Wir müssen das Schwein rauslassen, damit wir noch eine weitere Kamera wieder zur Verfügung haben. Okay, wir lassen kurz das Schwein raus. Es wird unruhig. Die Hunde verhalten sich merkwürdig. Es ist ein Schwein. Achso. Kann man bedenkenlos raus? Voilà. Ist ja gut. Ist ja gut. Boah, Alter, das ist Panik. Glaube ich. Könnte eigentlich ein gutes Hausschwein werden. Können wir uns so selber. Mut machen, gegenseitig Mut machen. Ja, genau das. Das war dann die 4, ne? Werden die auch getötet, die Schweine? Kann man die töten? Also ich denke, man kann die erschießen. Ne? Dann werden die doch auch getötet werden können. Dauernd gibt es hier einen Ausschlag. Also ich bin auf jeden Fall jetzt noch nicht so mutig in der ersten Nacht. Kommen ja noch zwei, glaube ich. Es ist relativ schüchtern. Es kommt auch, glaube ich, noch nicht so zum Lager dann hin. Am Anfang. Aber sie ändert sich bestimmt. Wie ich noch lache, ey. 6 Stunden. Also da hinten haben wir es das erste Mal gesehen. Vielleicht am Tag dann die Kameras so ein bisschen in die Richtung verlegen. Wäre vielleicht nicht die dümmste Idee. Da ist natürlich die Frage, ob das jetzt spontan spawnt. Ja, ob das wirklich so random spawnt, zufällig oder. Alter, ich kann das nicht erkennen, ob da hinten was ist. Oh, das bringt deutlich mehr als das Gewehr. Das Gewehr macht mir auch eigentlich nur so ein bisschen Mut, obwohl es relativ sinnlos ist. Stunden, also ich will jetzt nicht sterben. Gucken, mal kurz hier. Ja, wir gehen jetzt bei 2 Stunden oder so, gehen wir nochmal ein Stück heraus.
Aber wofür haben wir die Kameras, ja? Die können ja ruhig sterben, aber wir. Wir bitte nicht. Also, das ist mit Abstand die Kamera, an der am meisten passiert. Die haben aber auch gut angebracht, die. War da gerade was? Das da hinten sieht immer so aus, als wenn das irgendwas wäre. Ich glaube, das ist auch eine Kamerastation, oder? Das sieht auch so aus, als wenn da was wäre. Boah, stellt euch mal vor, das Ding springt dann so an die Kamera auf einmal ran. Kriegt einen Herzinfarkt. Das Blöde ist, ich bin dann nicht tot und lebe dann und muss dann mit der Gewissheit weiterleben, dass dieses ekelhafte Ding da auf der Suche nach mir ist. Gut, das weiß ich so auch, aber so eine Kamera, das ist, die Idee ist schon ziemlich gut. Ist schon sehr interessant hier, diese Perspektive. Was hat es vor? Vor allem steht das Ding hinter dem. Aber da hinten ist unser Lager, oder? Okay. Es hält sich wirklich immer im Lager auf. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht da hinten wieder rein in die Falle. Cool, 2 Stunden noch. Hat es sich jetzt vor mir erschrocken oder war da noch etwas anderes im Busch? Also ich kann ja sagen, dass ich mal das eine oder andere Video mal angeguckt habe und dass das Ding dann wirklich vom Baum gesprungen ist und alles Mögliche. Und es hat auch keine Angst vor dem Bauwagen, vor dem, ich sag immer Bauwagen, vor dem Dingsda-Wagen, vor unserem Wohnmobil. Ah, ich habe hier eine Idee. Moment, 1 Stunde haben wir noch. Sind übrigens unsere Schritte, das habt ihr wahrscheinlich in der ersten Folge so mitbekommen. Wenn man hier drüber geht, dann hört sich das ungefähr so an. Da kann man nämlich die eine Kamera sehr gut sehen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Hm? Muss ja aufpassen. Okay, die Stunde müsste eigentlich jetzt gleich vorbei sein. Aber kann man das Ding denn auch anlocken? Mit Essen? Ja, Leute. Die Zeit ist um. Ding geht jetzt bestimmt schlafen. Ah, okay, jetzt sagt er, wir sollen zurück zum Trailer gehen. Okay. Yay. Okay. Es ist wieder Tag. Nein, 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 will ich nicht. Will ich nicht. Wir gehen raus. Nee.
ist tot. Er ist umgebracht worden. Das Schwein, unser Hausschwein Winnie, ist getötet worden. Wer war das? Wer war das? Ah, Mist, 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 ey. Ich weiß noch nicht, wie ich speichern kann, aber ich glaube, ich mache dann hier nochmal eine kurze Folgenpause. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Rest in Peace, Winnie. Bis dann. Ciao.